Riese und Müller. Es heißt wie? Multitinker. Multitinker, wir bringen es mal hinten auf den Ständer. Du willst nur mal zeigen, wie leicht es ist. Jetzt muss ich aber sagen, du gehst jeden Tag ins Fitnessstudio. Es wiegt ungefähr, was wird es ungefähr wiegen? 28? Ja, da geht es schon eher Richtung 2 bis 35, je nach Aufbau hinten. Ist halt tatsächlich ein vollwertiges Lastenrad. Ja, es ist gedacht für die Mamis und Papis dieser Welt. Ruhig mal hinten hin, genau. Okay. Es sieht ganz anders aus. Man mag es gar nicht klauen, weil irgendwie es von der Anmutung nicht aussieht wie 30 Kilo, sondern wie 70 Kilo. Und das soll es auch, oder? Genau, also wie gesagt, das ist ein Lastenrad. Da ist bis 200 Kilo Systemgewicht, ist alles freigegeben. Und hier haben wir jetzt eine Variante, die extra für den Kindertransport aufgerüstet ist. Krass, also ich muss es gerade mal wirken lassen. Die Räder haben 20 Zoll, was ist da drauf? Genau, das sind 20 Zoll Reifen, hier aber mit dicken Ballonreifen, dass halt auch gut was weggefedert wird. Wobei wir hier sogar eine Federgabel vorne verbaut haben. Was auch nicht die Selbstverständlichkeit ist, gerade bei so kleinen, kompakten Rädern ist meistens ja eine Stahlgabel verbaut. Und hier haben wir wirklich schon eine richtig coole Federgabel, ne? Die alles wegdämpft. Also, ich muss das echt wirken lassen. Das ist ein 20 Zoll. Das ist auch ein besonderes Rad. Letztes Jahr auf der Eurobike war wirklich der Andrang riesig, was da alles an Menschenmengen da ist. Halt jetzt was ganz Besonderes, auch mit diesem Passagier-Kit hinten, dass man einfach mal auf einem kleinen Rad schnell auf- und absteigen kann als Tiefeinstieg mit zwei Leuten hinten. Das ist halt schon eine coole Sache, ne? Vor allem mit dem Systemgewicht und mit der Power. Du bist jetzt so ganz leicht außer Atem, merke ich gerade. Aber das liegt daran, dass wir die Szene vorher dreimal probiert haben. Das war so. Es wiegt ein bisschen was, aber es liegt auch wie ein Brett auf der Straße, muss man sagen. In Verbindung mit dem Motor Bosch Performance CX können da zum Beispiel 3 Kids locker transportiert werden. Ich würde auch meinen, also 3 Kinder kriegt man mit Sicherheit unter. Ja, es wiegt ein bisschen was, aber dadurch, dass es halt kleine Reifen hat, hat es auch einen sehr niedrigen Schwerpunkt und lässt sich halt auch mit großer Last super fahren. Es sieht so ein bisschen aus wie eine Harley. Also das ist so, das heißt, eine Harley ist ja auch tief, das heißt, der Schwerpunkt ist ganz tief und wir können es gleich mal ausprobieren. Wir haben nämlich einen Test vorbereitet. Du wirst nämlich gleich mal den Lucien mal fahren, dass wir das mal sehen. Ihr braucht das nicht zu üben. Wir können ja vorher mal ganz kurz auf ein paar Details eingehen. Wie bei Riese und Müller brauche ich quasi schon eine Ausbildung in Sachen Konfiguration oder geht das? Ja, also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, aber gerade wenn es halt um Kindertransport geht, da sollte man schon genau gucken, dass man das Wichtige dabei hat, zum Beispiel eben das Safety Bar Kit, also den ganzen Aufbau, den wir hier haben, ist halt super gut, wenn der mit dabei ist bei der Rückbank und hier auf der Seite auch gepolstert, dass die Kiddies wirklich sicher sitzen. Das heißt, ich greife hier vorne rein, sollte ich dann doch mal umfallen, sind die Hände, wenn sie nicht außen sind, auch heile? Genau. Hast du schon gesagt. Man vermutet solche Fahrräder jetzt in Düsseldorf, in Berlin, wo so die Rich Kids zum Beispiel Wiesbaden und so weiter, aber ihr sagt, selbst hier in der Pfalz sind die damit schon unterwegs. Viele nervt das. Also die langen Fahrräder, diese Lastenräder, da wird ja oft nichts transportiert, aber man muss sagen, das ist die Alternative zum Auto, was ja viel größer ist. Das hier kriege ich ja überall hingeparkt und ich finde es einfach nur geil. Preis, was kostet sowas? Das sind wir bei 6,5. Jetzt nochmal 6.500 Euro. Gibt es genau. Aber auch für 5,5. Für 5,5 gibt es schon. Weil wir hier jetzt auch schon wieder alles reingehauen haben, was geht. Wir haben halt auch die Vario-Version mit dem Carbonriemen, ne? Den Gates Carbonriemen. Das Safety Bar Kit hier, wo auch manche zum Beispiel sagen, wir haben in unserer Kundschaft in Kaiserslautern Umgebung Handwerker, die sind in der Stadt unterwegs und die hauen einfach ihre große Packtasche oder ihren Koffer hinten rein. Das ist dann für die wie so ein Kofferraum. Also viele kaufen sich das ja als Firmenfahrzeug, muss man dazu sagen, oder als Anschaffung statt eines zweiten Autos. Denn du kannst damit alles in der Stadt erledigen, was du willst. Du kannst damit zum Beispiel fahren in den Globus, kannst dir hinten durch Zubehör, wie würdest du da jetzt die Einkaufstaschen, gibt es da so eine Box, die ich hinten drauf machen kann? Also ich würde ehrlicherweise mir eine Eurobox draufpacken. Die geht rein, genau, oder? Das wird genau passen. Auch ohne Safety Bar Kit habe ich hinten halt ein langes Brett. Ganz ehrlich, Akkuschrauber hat man da schnell auch was rangebracht, wenn man da selbst was basteln möchte. Natürlich passen auch massiv viele Ortlieb-Packtaschen dran, also bekomme ich locker 2 auf jede Seite. Da habe ich eigentlich alle Möglichkeiten.
Ein Kasten Bier geht auch rein. Also das spielt auch keine Rolle. Das ist dafür zugelassen. 20 Zoll bedeutet, ich bin sehr tief. Das haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Hier kann man alles schnell verstellen. Das ist, glaube ich, sensationell. Bedeutet, ich habe eine Firma zum Beispiel mit 10 verschiedenen Mitarbeitern, die das hier als Auslieferungsfahrer einsetzen. Da kann ich hier sofort Sachen verstellen. Auf jeden Fall. Also wir haben ja auch gerade hier viele Lieferdienste in der Stadt. Und wenn dann jemand halt 1,90 ist, der kann das Ding halt auch fahren, wenn vorher halt seine Kollegin die Tour gefahren ist, die 1,65 oder 1,60 ist. Ne? So, was machst du gerade? Ich mache gerade die Hebel hier auf, ne? Und dann kann ich den Reach quasi verstellen. Ne? Mhm. Also so war's, ist es halt so, dass wie beim Tinker, ne? Was wir ja heute auch noch zeigen werden, das Neue. Da hast du halt das Ganze noch mal ein bisschen näher zu dir, die ganze Hände. Bitte mal noch näher, dass man es noch ein bisschen mehr sieht. So, jetzt wird es eingeklappt, also zum Transport. Dann rastet es immer so ein und dann muss ich es zumachen. Wie jetzt, wenn ich es noch weiter vorne machen will, dann rastet es wieder ein. Mhm. Und jetzt ist es für ganz Große ganz vorne. Ne? Oder beziehungsweise Leute, die es dann irgendwie weiter weg haben. Also wer groß ist, weiß das zu schätzen, muss man sagen. Denn das hier bedeutet, ich kann den Reach, und das ist ein ganz entscheidender Faktor beim Fahrrad, so anpassen, dass von ganz klein bis ganz groß ich es benutzen kann. Genau, das ist auch so ein bisschen das, was das Rad ausmacht. Also nicht nur, dass ich es halt für den Transport, für alles Mögliche einsetzen kann, sondern dass auch ja, fast die ganze Familie damit fahren kann. Weil ich halt wirklich die Möglichkeit habe, den Lenker weiter nach unten zu packen, den Reach zu verändern. Und auch vom Sattelrohr haben wir da alle Möglichkeiten, dass sie da damit fahren kann. So, ich zeige mal ein paar kleine Details. Hier vorne kann man die Lenkerhöhe einstellen, die rastet auch ein. Und zwar so schnell, es sei denn, du hast Finger bei 3 Grad ohne Handschuhe. Dann schaffst du es nicht mehr, das hatte ich vor kurzem. Ansonsten einfach reindrücken. Tief dick der Knubbel hier. Das geht, denke ich mal, auch. Jetzt ist schon, glaube ich, jetzt maximal draußen. Jetzt kann man es runter machen. Genau, kann es ein bisschen kleiner machen. Das halt, weil ja, das ist ja auch für kleine Leute gedacht. Gerade so die Mutter, die dann irgendwie die Kinder zur Schule fährt mit 1,60 oder 1. So, man kann es halt ganz runter machen und dann kann auch jemand, der 1,55 ist. So, wenn du es mal ganz, noch mal ganz runter machst, wir werden es nämlich gleich brauchen. So, dann kann man den Lenker hinten nochmal verstellen. Du meinst den Sattel? Ein Sattel? Ja, genau. Es ist noch früh. Ein Schnellspanner. Ja, der ist sogar gummiert hier, ey. Zeig mal. Ja, hier, ist schon, das ist, ist gummiert, ja. Na gut, für 7.000 Euro? 6,5 oder 5,5, je nachdem. Gott, okay. So, jetzt kommen nämlich gleich wieder die entsprechende Diskussion, aber die werden wir uns ganz zum Schluss aufheben, denn viele kaufen sich genau so ein Fahrrad, nämlich als Jobbike oder als vergleichbares Bike. Es wird vom Bruttolohn abgezogen und man zahlt nur den Bruttolohn und nicht das teure Netto. Was es ist, das ist immer oft bei euch anzutreffen. Genau, also Leasing ist ein Riesenthema. Je nachdem, wie die persönliche Situation ist, spart man irgendwo zwischen 30% und 40%, wenn man das, echt? Hat, wenn man das Rad am Schluss übernimmt. Ja, tatsächlich. Wird momentan halt noch super gefördert. Wer die Möglichkeit hat, soll das nutzen. Ja. So, dann kann der Arbeitgeber sogar Folgendes machen. Er könnte das als Firmenfahrzeug komplett finanzieren, die 1%-Regelung machen, könnte es leasen wie ein Auto. Das machen ja viele. Also Jobbike ist ja praktisch Abzug vom Bruttolohn. Aber man könnte es auch einem Mitarbeiter als ganz normales Firmenfahrzeug zur Verfügung stellen. Das machen wir zum Beispiel. Also wenn man von A nach B ist oder muss mal, ich sag mal, mit dem Wohnmobil raus, dann kann das komplett über die Firma gekauft werden, wird demjenigen zu 1% zur Verfügung gestellt. Aber dieses Jobrad-Leasing hat den Vorteil, ich zahle es vom Bruttolohn und es ist mir direkt quasi. Genau, also läuft dann in der Regel über 3 Jahre und in der Zeit wird dann halt vom Bruttolohn, die monatliche Rate abgezogen, sodass die Nettobelastung halt immer deutlich niedriger ist. Also habe ich zum Beispiel Steuerklasse 5, das soll es ja schon mal geben. Klar, jetzt kommen die Leute, Lohnsteuer, Jahresausgleich, da kriege ich ja alles wieder zurück. Aber Steuerklasse 5 ist ein schönes Beispiel. Habe ein recht hohes Einkommen, habe noch 3 Kids, dann wird es spannend. Ja genau, also du sparst natürlich erst richtig viel, wenn du halt auch viel Steuern bezahlst. Das heißt, wenn jetzt jemand Teilzeit arbeitet, dann kann er natürlich nicht irgendwie jetzt 30% schaffen, sondern sind es vielleicht nur 10%, aber immerhin. Wenn aber jemand halt richtig eine hohe Steuer, also eine Steuerklasse halt hat und Vollzeit arbeitet, viel Steuern bezahlt, ein hohes Bruttoeinkommen hat, dann ist die Ersparnis natürlich immens, dass halt bis 40% sein kann oder 35% ist schon sau viel. Ne?
So, jetzt mal eine Frage. Ist das hier voll gefedert, das Rad? Nee, voll gefedert ist nicht. Ist tatsächlich nur in der Front gefedert. Wobei aber hier der Riemen, wo geht der hin? Das ist, wenn ich den hier verfolge, der geht hier hoch. Da müsste ja die Antriebswelle oben sein. Das ist hinten. Hier. Ist eine Umlenkrolle, oder was ist da? Genau, hier ist so eine Umlenkung. Das ist Da sieht man. Ich will es jetzt nicht so weit raus. Ich finde das ja geil, dass das hier alles zugemacht ist. Weißt du, da kannst du nicht mit den Beinen rein und so. Das ist Rese Müller auch wichtig, dass diese Dinge angebracht sind, weil man will ja nicht, dass dann irgendwie die Kinder da reingreifen oder mit dem Fuß irgendwie reinkommen und dann sich dann irgendwas quetschen. Ne? Also das ist schon, soll als Schutz halt dienen. Ne? So, der Ständer, der ist auch sehr klein. Das ist das ist ein Wert. Ein Scherz. Das war ein Scherz. Das ist ein Riesenständer drunter. Das ist ein Doppelständer, genau wie man es vom Motorrad oder Moped kennt, ne? Damit auch Stabilität ist und die Kiddies oder der Kasten auch wohlbehütet draufgestellt werden kann. So, wenn das kommt, steht es hier mit diesem Tritt hinten, oder? Das ist Konfigurationssache. Okay, verstehe. Also, Seitentaschen einfach drauf machen. So, es fährt sich wie ein normales Fahrrad. Es fährt sich tatsächlich sehr wie ein normales Fahrrad, ist halt ein Stück länger gefühlt. Vom Radstand her tatsächlich zu einem großen Rad ist es kein großer Unterschied. Aber man hat schon so ein bisschen Gefühl dafür, dass man hinten noch was dran hat. So, und der stärkste Motor drin, Bosch Performance CX 85 Newtonmeter, korrekt? Genau. So, und dann der Gates Carbonriemen. Schaltung, was ist drauf? Ja, haben wir wieder die Enviolo verbaut in der Heavy-Duty-Variante mit 380% Übersetzung. 380, das ist wie Mountainbike. Ja, fast wie eine richtig hochwertige Mountainbike-Schaltung, genau. Das heißt, ich könnte sogar mit 3 Kids mit 25 km/h einen Berg hoch, wenn der Berg nicht zu steil ist. Das könnte sogar funktionieren, ja. Mit einer ordentlichen Trittfrequenz, Turbo rein, geht das schon, ja. So, jetzt werden wir das mal simulieren. Wer will hinten, wer will vorne? Ja, nee, lass mal. Du wirst hinten. Ich kann auch fahren, aber... Du fährst. Okay, wir bräuchten nur ein Kind. Wer ist das Kind? Na gut. Okay, so, dann nimm's mal runter. Wir testen das mal gerade, denn ihr sagt 150 Kilo Systemgewicht. Nee, die Zuladung 150 Kilo. 200 Kilo Systemgewicht insgesamt. Echt? 160 Kilo Zuladung. Ist das geil. Mit dem Fahrer, ja. Sorry, wenn ich das so von euch gefordert habe. Ich zeige nämlich mal gerade hier vorne, das ist feststehend. Das ist aber auch bei allen... Praktisch Riese und Müller und so. Wir haben das ja schon mal gemacht. Ist ja jetzt nichts Neues für euch. Und er passt sich das Fahrrad nochmal kurz an. Dann würde ich empfehlen, dass du den Motor auch anmachst diesmal. Du bist ja so ein Stuntfahrer, der auch keinen Motor braucht. Was ist da drauf im Display? Ach, Best 3 jetzt sogar. Ja, jo. 300er, Kiox 300. Also Kiox 300, Best 3 System von Bosch. Neues System, ne? Fernlicht mit drin. Fernlicht, alles. Ja, zack. Cool. So, dann fahren wir erstmal raus und dann darf der kleine Tobi darf dann gleich mal aufsteigen. Ah, es ist schon, wenn du so fährst, das ist so ein kleines bisschen eine Harley, oder? Ja, auch von der Optik, ne? Also, boah, geht das ab? Ja, klar, mit dem stärksten Motor. Ich habe gedacht, das wäre so eine lahme Ente, aber nee. Nee, super wendig, super schnell. Bisschen Angst habe ich ja schon, aber okay. Es war eure eigene Entscheidung letztendlich. So, das heißt, du bist jetzt wirklich da drauf. Jetzt ist es kurz vorne abgehoben. Ja, bitte. Ist das geil? Das geht? Gut, gedacht ist das ja für 2, 3 kleine Kinder. Aber der Tobi macht das jetzt mal stellvertretend für alle Kinder. Da würde ich aber mit meiner Frau, würde ich damit auch fahren, wenn ich ehrlich bin. Da kommen sie. Wir haben das vorher nicht mal getestet. Aber es geht. Gut, den Luftdruck werde ich vielleicht nochmal erhöhen, aber auch das macht's mit. So, bitte mal wenden. Der Fuß ist nicht am Boden. Und jetzt mal langsam neben mir zum Stehen kommen, bitte. Langsam? Ja, langsam. Sehr schön. Das war jetzt gar nicht so schlimm. Das hat man schon mal anders in Erinnerung. Also das hier war doch recht sicher. Nee, es funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Gerade wenn ich mit meinen Beinen hier hinten sitze. Ne? Warte mal, ich mache mal gerade den Weitwinkel ein bisschen mehr auf. Dass ich das ist ein schönes Video, was wir machen. Packtaschen hast du auch? Ja, du hast so wie beim so einen Koffer, wie beim, wo du hier noch zumachen kannst. Ich würde mal sagen, das ist ein ordentliches Handschuhfach. Das geht sogar noch weiter. Okay. Ja,
Genau, du kannst hier hinten das so reinmachen, hast du auch noch so Fächer. Und der Clou ist, du hast hier noch diese Klettverschlussdinge, aber richtig witzig finde ich das. Das wasserdicht, oder? Ja. Und lässt sich abschließen. Und lässt sich abschließen. Guck mal hier. Wie abschließen? Echt? Ja. Siehst du das da? Ja. Wie beim Koffer. Es sei denn, jemand hat einen Cutter dabei. Und dann, nee, das ist ja, das sind ja so. Nee, Cutter. Ja, gut. Ja, gut, klar. Es kann auch einer C4 drauf machen. Ja. Aber es geht ja darum, dass ich da was reinmache, was nicht direkt jeder dir sofort rausnimmt. So. Gucken wir uns das mal an. Wir sind. Komm, ich mach mal schnell die Abmod. Es heißt Multitinker Vario 625 Watt Safety Bar Kit Cargo Frontträger 6468,70. Da steht's, deutsche Euro. 31.01.2023. Wir sind bei Konrad Green Bikes, dreh ich mal um, in Kaiserslautern. Einer der größten Riese- und Müller-Händler Deutschlands. Und ich glaube, ich gehe auch gleich mal rein, weil meine Stimme gleich versagt. Tobi, geiles Rad, oder? Geiles Rad, aber langsam wird es frisch. Farben? Da haben wir dieses Blau, was wir jetzt hier haben. Petrol, genau. Und das müsste das andere, ist ein Schwarzmatt. Schaltung kriege ich eine... Kette-Schaltung kriegst du auch. Sonst noch? Rohloff ist momentan ja nicht möglich wegen dem Best-3-System. Da müssen wir noch warten auf nächstes Jahr. Die Miolo ist gut, oder? Die ist super. Also 85 Newtonmeter. Die kann die 85 Newtonmeter komplett. Okay. So, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.